zur ersten Runde nach der Pause. Ohne Hände keine Wände ist das Thema dieser Session. Ich freue mich drauf, weil ich da ausnahmsweise sogar mal einen persönlichen Bezug habe zu dem Thema. Ich habe nämlich mal im Rahmen einer Recherche einen Trupp von Sanitärfachleuten begleitet, die eine Wärmepumpe eingebaut haben in der Nähe von Berlin. Und was total interessant war, der Text ist danach erschienen auch. Und aber was ich interessant fand, was mir damals schon gesagt wurde, das war jetzt im letzten Herbst, war, was der Inhaber des Betriebs sagte, war, wir könnten viel mehr einbauen, wenn wir mehr Leute hätten. Dann könnten wir noch sagen, viel mehr tun. Und das ist, soll unser Thema sein jetzt für die nächste gute Stunde. Wer bringt eigentlich die Energiewende voran? Bringt sie sich selber voran? Oder brauchen wir da neue Strategien, auch um das Personal dafür zu gewinnen? Ich freue mich sehr auf das Panel. Ich fange mal ganz Entschuldigung, außen an. Leon Trippel, Leiter des Projekts Klimaausbildung bei der Bundjugend, beschäftigt sich auch mit der Frage neue Berufsfelder. Ich glaube, dass... Das ist, jetzt habe ich... Da ist was durcheinander gekommen. Ja. So, ich kann es auch so kurz selber sonst... Ja, genau, wir haben noch... Das war noch die alte... Jetzt war noch der vorherige Platz. Ja. Genau, deswegen wurde ja auch das Panel ein bisschen umgenannt, dass wir nicht eine komplette Überschneidung haben. Mein Name ist Leon Trippel. Ja. Ich bin Initiativenleiter der Initiative Ohne Hände, keine Wände. Zusammenschluss aus Unternehmen der erneuerbaren Energienbranche. Das ist eine bunte Mischung aus Start- und Scale-Ups, Energieversorgern, Herstellern und anderen verbundenen Unternehmen. Ja, genau. Ohne Hände keine Wände, ohne Hände keine Moderation. Dann mache ich weiter. Eveline Räder, Abteilungsleiterin Arbeitsmarktpolitik beim DGB-Bundesvorstand. Hier in Berlin auch viel befasst mit dem Thema. Andreas Koch-Martin, Geschäftsführer der Innung SHK Berlin. SHK steht für Sanitär, Heizung, Klima. Und also SHKK. Und Sibylle Stippler, Leiterin des Clusters Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Oder weiß ich gar nicht, sind Sie in Köln oder Berlin? In Köln. In Köln, genau. Sagen Fachfrau auch für das für dieses Thema. Und ich würde gerne anfangen, ich würde es gerne ein bisschen gliedern und anfangen mit einer Diagnose. Also wie groß wird allgemein von Ihnen auf dem Podium der Fachkräftebedarf denn eingeschätzt, um die Transformation zu stemmen und von welchen Feldern reden wir da? Weil Transformation heißt ja auch, dass man, wenn man was Neues tut, das Alte vielleicht nicht mehr tut und ich brauche dann brauche ich wirklich mehr Leute, wenn jemand, der vorher eine Gastherme eingebaut hat, mir jetzt eine Wärmepumpe einbaut? Oder geht es nur um Qualifikation, aber der sagen, das Personal ist eigentlich ausreichend da? Vielleicht fangen wir mit Ihnen gleich direkt an. Sie kommen ja, haben da den direkten Bezug dazu. Ja gut. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, dass so viele Interessierte dabei sind. Unser Zentralverband hat vor einiger Zeit Zahlen erhoben, wie valide die jetzt unterm Strich sein werden, kann ich nicht genau sagen, aber tendenziell werden sie stimmen, dass wir bis 2030 alleine in dem Bereich Sanitär, Heizung, Klima einen zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften von etwa 60.000 haben werden. Das ist bezogen auf eine Gesamtgröße, wir haben 350.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist es eine enorme Größe. Wir haben das auch mal auf Berliner Verhältnisse runtergebrochen und sind auch selbst für das kleine Berlin auf immerhin 2.000 bis 2.500 gekommen, die uns dann fehlen werden. Das ist aber nur SHK. Glauben Sie nicht, dass es im Bereich Elektro sehr viel besser aussieht? Wir sehen gerade die demografische Entwicklung und es scheiden deutlich mehr Arbeitskräfte aus, als dazukommen. Dabei würde ich es an dieser Stelle erstmal belassen. Ja, klar.
direkt? Ja, vielen Dank. Also wenn ich da direkt vielleicht den Kontext ein bisschen größer fassen darf. Natürlich, Sanitärheizung und Klimatechnik ist einer der Kernberufe, den wir brauchen für die Energiewende. Wir haben uns mal in einer Studie angeguckt, die haben wir genannt Energie aus Wind und Sonne. Wie viele Fachkräfte bräuchten wir denn da, um bis 2030 klimaneutral zu werden? Und wir haben da mit Unternehmen gesprochen, welche Qualifikationen sind da gefragt und kommen auf eine Zahl von 216.000 Leuten, die fehlen. Das ist aber jetzt sozusagen der gesamtwirtschaftliche Bedarf, denn die Branchen, ich sag mal, kloppen sich ja um bestimmte Fachkräfte. Gerade Elektronikerinnen, Elektroniker, die Sie schon angesprochen haben, Herr Koch, Martin, die werden von vielen Unternehmen als das Nadelöhr der Energiewende bezeichnet, weil wir die einfach zwingend brauchen. Also ich sag mal, eine Solarpaneele installieren, also aufs Dach bringen, das können noch schon verschiedene Gewerke, aber die dann anschließend in Betrieb nehmen, da braucht es eben aus guten Gründen Fachleute, Fachfrauen und Männer, die sich damit auskennen. Mhm. Vielleicht nochmal zwei andere Branchen, Halbleiterindustrie, wenn man da guckt, welche Qualifikationen brauchen wir, wie viele Leute brauchen wir, jetzt ja auch mit staatlichem Schub dahinter, das sind auch rund 40.000, ganz viel aber auch Überschneidungen, weil da auch wieder Elektronikerinnen, Elektroniker gefragt sind, 60-80% der Stellen können da heute schon nicht besetzt werden von denen, die ausgeschrieben sind. Und Digitalisierungsberufe natürlich auch, wo die ITlerinnen, ITler dazugehören. Und was ich aber bei aller Wertschätzung und bei allem Bedarf, den wir in diesen Berufen haben, was wir da nicht vergessen sollten, sind eben an der anderen Seite der Kette Erzieherinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die fehlen uns genauso in genau dem gleichen Ausmaß. Und wenn wir gerade darüber reden, wo kriegen wir denn die Leute her, die diese Stellen dann ausfüllen und wir dann auf die Frauen gucken, die ein großes Potenzial sind, brauchen wir gute Kinderbetreuung, brauchen wir eine gute Pflege, ne, wo ich auch mit einem guten Gefühl dann zur Arbeit gehen kann. Ja, ja, gerne. Jetzt haben wir branchenbezogene Informationen bekommen. Ich möchte mich aber auch am Anfang erstmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zu dieser Tagung und die Möglichkeit, hier zu sprechen für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich möchte das Feld ein bisschen weiter aufmachen und insgesamt auf die Transformation gucken. Und wir haben ja heute schon gehört, es gibt Fachkräftemangel, große Fachkräftebedarfe in bestimmten Branchen. Es gibt aber auch durch die Transformation Arbeitsplätze, die perspektivisch sich stark verändern und wegbrechen. Und ich glaube, die große Kunst besteht darin, dann die Menschen von einem Feld in das andere zu orientieren. Und das kann innerhalb der Unternehmen passieren oder zwischen den Unternehmen oder zwischen den Branchen. Und ich glaube, da braucht es größere Anstrengungen, als das bisher der Fall war. Warum haben wir keine Fachkräfte? Sicher ist das auch ein Grund, dass wir einen starken demografischen Wandel haben. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch viele Menschen, die Arbeit suchen. Wir haben eine riesige stille Reserve von 3 Millionen Menschen. Wir haben, wenn ihnen der Nachwuchs fehlt in ihren Berufen, wir haben ein Bildungssystem, was nicht gut funktioniert an vielen Stellen. Und auch der Übergang dann in die Ausbildung recht problematisch ist oft für viele. Und ich glaube, es gehen zu viele verloren, die sie eigentlich brauchen. Und vielleicht können wir darüber noch vertieft sprechen, wie man das eigentlich ändern kann. Alles klar. Ich glaube, das meiste wurde schon gesagt. Deswegen würde ich vielleicht bloß noch mal 2 Punkte hervorheben, die für uns immer als quasi im Grunde genommen Zusammenschluss aus ja Start- und Scale-Ups, die oftmals einen größeren eine größere Betriebsgröße hat als ein durchschnittlicher Handwerksbetrieb. Da sprechen wir meistens über 10 Leute in einem Betrieb. Wir haben Betriebe dabei, die haben 500 Leute. Und da ist ein Punkt ganz wichtig, und zwar nicht nur dort, aber generell die Frage des Qualifikationsniveaus. Die Frage, welche Person brauche ich für welche Tätigkeit? Wir haben noch ein großes Problem, dass quasi viele Fachkräfte quasi gebunden sind mit Tätigkeiten, mit bestimmten Tätigkeiten, die auch angelernte Fachkräfte durchführen können. Es ist immer so ein bisschen mit den Zahlen, wie groß ist der Bedarf wirklich, ist ein großes Thema. Wir hatten das auch in der Allianz für Transformation zum Beispiel. Entscheidend ist aber, dass ein großer Teil oder viele Tätigkeiten in einem etwas industrielleren Umfeld, vielleicht nicht im 10-Mann-Betrieb, auch durch angelernte Leute übernommen werden kann. Und dann kommen wir schnell zu der Frage der Zielgruppen. Das heißt,
Über wen sprechen wir denn jeweils? Wir sollten immer darüber gucken, wenn wir sagen, wir haben Bedarf an bestimmten Qualifikationen, und das sage ich mittlerweile gerne, dass wir nicht allgemein von Fachkräftemangel immer sprechen, weil das manifestiert auch oftmals den Status quo, sondern wir sollten uns angucken, welche Qualifikationen brauchen wir und welche Zielgruppen könnten wir auch am besten dafür anlernen. Das kann auch quasi aus berufsverwandten Bereichen, die vielleicht in Zukunft nicht mehr so relevant werden, vielleicht die Automobilbranche, ja, zumindest wenn wir darüber sprechen, quasi Verbrenner und Co., ne? Also Elektroautos, Elektriker werden wir mehr brauchen. Wir haben Leute, aber zum Beispiel Mechatroniker, die kennen Kreislaufsysteme, Kältemittel geführt oder Wasser geführt, kennen Grundlagen Elektronik, können quasi, macht ein Partner zum Beispiel von uns auch, mit einer gewissen Anqualifizierung oder Nachqualifizierung sehr gut Wärmepumpen installieren. Wir müssen uns aber immer anschauen, über welche Qualifikation, also über welchen Arbeitsschritt oder zum Beispiel sprechen wir und wie qualifiziert muss die Person sein. Weil meines Erachtens haben wir im Handwerk leider oftmals eine Situation, wir haben hochqualifizierte Fachkräfte eigentlich, die aber als Generalisten unterwegs sind und oftmals alles machen. So, und das ist so ein bisschen Thema, was wir halt sehr stark anschauen uns aus der Ebene. Also alles machen heißt, die sind zum Teil überqualifiziert für das, was sie machen, oder? Also ich sag mal so, es gibt gewisse Tätigkeiten, die andere Leute übernehmen können. Ja. Ne? Also unterstützen. Das heißt nicht, dass wir die Fachkraft überflüssig machen. Das heißt aber, dass quasi durch eine Unterstützung sie quasi letztendlich die Fachkraft entlastet werden kann für kritische Tätigkeiten, die halt bloß eine Fachkraft leisten kann. Wo verschiedener Restriktionen. Also wenn ich da bei diesem Bautrupp, bei dem ich damals unterwegs war, das waren glaube ich 5 Leute, die diese Gasheizung ausgebaut haben, die Wärmepumpe eingebaut haben, kann man sich da zum Beispiel vorstellen, dass da einer dabei ist, der ein Meister oder ein Geselle mit Erfahrung ist, und der geht dann einfach von Baustelle zu Baustelle und macht so eine Art Supervision, und sozusagen ungelernte oder angelernte Kräfte übernehmen die anderen Dinge. Wäre sowas vorstellbar? Also da, wo wir, ich glaube, es geht schon. Einfach da, wo wir gefahrgeneigte Tätigkeiten haben, so heißt das schöne Wort, muss auf alle Fälle eine Fachkraft mit dabei sein. Es ist auch grundsätzlich nicht so, dass man sagen kann, die sind alle überqualifiziert. Dem würde ich tatsächlich widersprechen. Es ist vielmehr so, dass wir jetzt neue Tätigkeitsfelder haben, die tatsächlich mit Teilqualifikationen besetzt werden könnten. Worauf wir als Branchenvertreter großen Wert legen, ist einmal, dass wir langfristig denken, dass wir keine prekären Arbeitsverhältnisse schaffen, wo nur so rudimentäres Wissen verfolgt wird. Und drittens, die Sachverständigen reiben sich jetzt schon die Hände, dass Qualität abgeliefert wird. Die 3 Punkte gilt es bei uns zu berücksichtigen. Dabei spielen Teilqualifikationen tatsächlich eine zunehmende Rolle. Wir arbeiten ganz eng mit der Bundesagentur hier in Berlin-Brandenburg zusammen. Wir haben uns diesbezüglich zertifizieren lassen und schulen jetzt diese Teilqualifikationen, damit diese Menschen auch arbeiten können. Die kommen einen Tag die Woche dann zu Schulungen. Dafür gibt es einen Bildungsgutschein, und außerdem bekommt der Arbeitgeber, da das Ganze nämlich daran orientiert ist, dass es auch Abschlüsse gibt, die Entgeltvorzahlung. Also wir nutzen die Instrumentarien, die da sind, um langfristige Arbeitsplätze zu schaffen, keine prekären Arbeitsverhältnisse, und wirklich darauf orientiert, dann hinterher Fachkräfte für den Arbeitsmarkt dauerhaft zu haben. Also ich stimme Ihnen bei allem zu, nur Teilqualifizierungen werden ja nur gefördert, wenn es perspektivisch darauf hinausläuft, dass eine vollständige Ausbildung auch irgendwann mal draus wird, und es gibt sicher auch geeignete Personen, denen so eine Teilqualifizierung erstmal weiterhilft. Das Problem ist, dass sie in den seltensten Fällen zum Abschluss führt. Das ist problematisch und dann auch vielleicht auch die Handwerksberufe entwertet. Also wenn man nur noch mit Teilqualifikationen arbeitet, und ich finde, da muss man sehr vorsichtig sein. Es hat auch noch einen anderen Aspekt. Es gibt ja einmal den Bedarf der Unternehmen, also den ohne Frage, das haben Sie sehr eindrucksvoll beschrieben auch, also wie groß der Bedarf ist. Es gibt aber auch die Menschen, die dahinter stehen und, glaube ich, auch erwarten dürfen, dass, wenn sie qualifiziert werden, dass es dann nicht nur für den aktuellen Bedarf ist.
Gerade die Arbeitslosenversicherung hat ja auch die Aufgabe, die Beschäftigungsfähigkeit dauerhaft zu fördern. Das heißt, es muss schon eine gewisse Qualität und Nachhaltigkeit sein. Die Grenzen sind da vielleicht mittlerweile aufgrund des Fachkräftemangels in manchen Branchen fließend. Aber ich glaube, wir müssen darauf aufpassen, dass wir nicht heute qualifizieren und morgen müssen wir wieder qualifizieren, weil sich die Berufsbilder so schnell verändern. Sondern man muss halt immer darauf achten, dass dann auch wirklich eine nachhaltige Qualifizierung erfolgt, damit Menschen auch gut und nachhaltig für den Arbeitsmarkt aufgestellt werden. Die Sie beschreiben, die Experten, ich glaube, die haben das wenigste Problem und die finden auch ihre Nische und ihren beruflichen Erfolg und Zugang. Sorgen mache ich mir eher um die, die dauerhaft außen vor bleiben, weil zum Beispiel auch die Unternehmen die Anforderungen vielleicht noch zu hoch setzen, die man aber mit mehr Unterstützung, Sie sagten im Vorgespräch gerade, Sie beschäftigen mittlerweile auch viele Geflüchtete, da gibt es ja sehr viel Unterstützung auch, aber dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr noch Geduld hat, auch jemand, der in der Schule vielleicht nicht die besten Noten mitbringt, dann eben auch also dem verhilft, einen Handwerksberuf zu erlernen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Auf der einen Seite kann man sich nicht über einen Fachkräftemangel beschweren, wenn man auf der anderen Seite da nicht auch sagt, gut, die Menschen, die da sind, mit denen versuchen wir es jetzt halt auch. Und das wäre dann auf jeden Fall wichtig, den Fokus da ein bisschen zu öffnen und vielen anderen, auch den vielen, die gestiegene Zahl von Menschen, die Schule ohne Schulabschluss verlassen, ja, also die Zahl ist ja nicht gesunken, sondern gestiegen, halt diese Menschen auch in den Fokus zu nehmen und ihnen jetzt, gerade wenn Fachkräfte gebraucht werden, eine echte Chance zu geben. Ja. Genau, also ich stimme Ihnen auch zu, auch gerade so ein Haltungswechsel, gerade eben von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht noch zu einer anderen Zeit sozialisiert wurden, wo sie selber eben erfahren haben, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wo es sehr, sehr schwierig war, auch in schwierigen Arbeitsmarktsituationen, da auch nochmal eine Öffnung hinzukriegen, sich auch Kandidatinnen und Kandidaten, denen eine Chance zu geben, die vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so der Wunschkandidat sind. Das ist das eine. Vielleicht nochmal zu den An- und Ungelernten. In vielen Unternehmen arbeiten ja auch schon Helferinnen und Helfer im Grunde auf Fachkraftniveau oder machen da solche Tätigkeiten und die kann man natürlich auch gut sichtbar machen, auch mit Teilqualifikationen und die dann im Grunde auch arbeitsmarktmäßig verwertbar machen. Dann haben wir uns auch mal angeschaut, wenn man so den Arbeitsmarkt analysiert, kann man immer gucken nach der Klassifikation der Berufe, also welche Berufsbilder gibt es und dann gibt es darin immer Qualifikationsstufen. Und um das auch nochmal ganz klar zu machen, das Gros der Menschen, die uns fehlen hier in Deutschland, sind Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, also genau die Robert Habeck eben ansprach, als die mit den Händen arbeiten. Das sind gut 300.000 Menschen, die uns fehlen. Und wenn es in den zugehörigen Helferberufen, die gibt es nämlich, wenn es uns da Länge, die Menschen, die da in Helferberufen, gerade in diesen Fachkraftberufen unterwegs sein könnten, also die zu qualifizieren, könnten wir fast ein Viertel der Fachkräftelücke auf Niveau der ausgebildeten Menschen lösen. Also da ist schon noch ein Hebel vorhanden. Fehlen die dann nicht woanders? Also fehlen da nicht die Helfer, wenn ich die alle zu Fachkräften mache? Gut, und da gibt es ja dann wieder Einstiegsmöglichkeiten für vielleicht jetzt noch Leute, die noch gar nicht in Lohn und Brot sind. Ne? Das wäre dann eben eine Perspektive. Ja. Vielleicht müssen wir noch kurz Teilqualifikation im Begriff erklären. Das sind Leute, also die keinen Abschluss haben in irgendeinem Handwerk, sondern eine bestimmte... Ja, oder so ja. Also im Grunde genommen Teilqualifikationen, es ist nicht zwingend geschützter Begriff, das ist so ein bisschen Problematik, auf die man hinweisen kann. Es sind auch Maßnahmen unterwegs, die sich Teilqualifikationen nennen, aber wenn wir nach den Maßgaben der Bundesagentur für Arbeit gehen und wir sprechen ja über eine geförderte Maßnahme, dann ist es eine Teilqualifikation oder sind Teilqualifikationen im Grunde genommen Module, die von der Berufsausbildungsordnung letztendlich abgeleitet sind. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob Berufsausbildungsordnung das richtige Wording ist, aber da können Sie mich vielleicht gleich verbessern. Aber mit dem Ziel letztendlich, diese Leute bis zum Berufsabschluss zu führen. Das heißt, wenn sowohl Herr Koch-Martin als auch ich von dem Thema sprechen, dann sprechen wir immer davon, dass wir die Leute quasi stufenweise zu einem Berufsabschluss, zu externen Prüfungen bringen wollen. Und wichtig ist da vielleicht auch noch zu erwähnen, Teilqualifikationen sind keine Alternative zur Ausbildung. Teilqualifikationen sind eine Maßnahme für Leute über 25 Jahren, die, sagen wir mal, vielleicht nicht die passende, also die letztendlich nicht die passende, fand ich ein schöner Begriff, auch vom Kofa so verwendet, die passende Ausbildung für den Bereich haben, in dem sie arbeiten wollen. Okay. Würde ich jetzt mal noch dazu setzen. Und das ist dauert auch ganz klar
Begleitangebote braucht, ist keine Frage. Also ich glaube, Continental ist so ein Beispiel, kann man sich angucken, da funktioniert das sehr gut und maßgeblich dessen, deswegen, weil dort einfach auch gute Begleitangebote da sind. Das heißt, es reicht nicht aus, dass wir Leute natürlich einfach in Teilqualifikation reinsetzen, sondern wir müssen die begleiten von Teilqualifikation zu Teilqualifikation und am besten halt, wie gesagt, zum Berufsabschluss. Und so erhöhen wir, können wir dann auch die Quote der Leute erhöhen, die letztendlich vollwertigen Berufsabschluss erreichen. Sind denn, das würde mich noch interessieren in dem Zusammenhang, die Unternehmen darauf vorbereitet und können die das leisten? Also ich stelle mir jetzt mal vor, so ein Sanitärbetrieb, keine Ahnung, 30 Leute, können die das leisten, auch sagen wir, Bewerber mitzunehmen, die jetzt eben nicht die besten Voraussetzungen haben, die dann vielleicht auch betreuungsintensiver sind in der Ausbildung, die vielleicht die Sprache nicht perfekt sprechen? Damit wächst ja auch die Anforderungen an den Ausbilder, der die Leute ja trotzdem voranbringen muss. Also ist die Bereitschaft da und geht das überhaupt in so kleineren Unternehmen? Also die erste Frage, die Bereitschaft ist grundsätzlich da. Die Not ist so groß, dass inzwischen sich allgemein durchgesetzt hat, die Ansicht, wir können uns die Azubis nicht backen oder die Fachkräfte. Das ist schon wirklich jetzt Common Sense geworden. Da macht sich keiner auch mehr Illusionen. Der zweite Bereich ist, ja, wir müssen tatsächlich auch begleiten. Wir in Berlin haben einfach eine Ausnahmestellung als Innung. Wir haben 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und können mit Coaching, mit Sprachunterricht, also fachsprachlichem Unterricht und so weiter dienen und können die Leute begleiten. Und ich kann tatsächlich sagen, wir führen die auch zum Abschluss. Wir haben ein Programm aufgelegt, das heißt von der Helferin zur Gesellin, und haben jetzt die ersten Erfolge damit. Und das läuft wie geschnitten Brot. Das sollte man nicht vermuten, aber diese ganzen Maßnahmen werden auch von den Betrieben angenommen. Mhm. Und gut, aber Begleitung tatsächlich muss sein. Letzte Woche kamen aktuelle Zahlen von der Statis zu der Einkommenssituation. Die ist, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe, im Sanitär waren das so um die 45.000 im Jahr. Und das war relativ nahe am Durchschnitt Fachkräfte-Einkommen. Trotzdem ist natürlich so, man kann sehr, sehr viel mehr Geld verdienen in anderen Berufen. Sind da die Unternehmen wettbewerbsfähig oder muss irgendwas geschehen, sozusagen, dass die Leute, dass von der Seite her mehr Leute Interesse haben an einem Handwerksberuf, wenn man da nämlich mehr verdienen würde? Ein Halbsatz, den ich da gerne mal sage, ist, und dann gebe ich sofort weiter, ist halt, na, wenn wir im Handwerk konkurrenzfähig mit den Gehältern mit der Industrie sein wollen, dann müssen halt auch ähnlich viele Subventionen in den Bereich reinfallen. Also ja. Das ist eine simple Rechenweise, ne? Auch quasi in Bildungszentrum und Co., aber das, ja. Also das will jetzt aber keiner hören hier. Es gibt eine ganz einfache Devise: Handwerk muss teurer werden. Nur dann sind wir in der Lage, industrieähnliche Löhne auch und Gehälter zu zahlen. Das ist dann so, aber darauf müssen die jetzt mehr erwarten, sich dann ein Stück weit auch einstellen. Wenn wir auf einem Arbeitnehmermarkt, und den haben wir, wenn das Handwerk konkurrenzfähig bleiben will, werden wir nicht umhin können, auch die entsprechenden Tarife zu erhöhen. Mag sein, dass die Industrie, zum Beispiel jetzt bei Wärmepumpen, die wir demnächst wirklich im Überfluss haben werden, wird es wahrscheinlich sogar einen Preiskampf geben. Aber ich bin da eher der Meinung, dass das dann wieder aufgefressen wird von dem, was das Handwerk zusätzlich an Mitteln braucht. Natürlich ist das Gehalt ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Berufs. Natürlich zielen aber Berufsorientierungsmaßnahmen ja auch darauf ab, wo liegen deine Stärken und Schwächen, junger Mensch, was möchtest du gerne? Und auch die Wünsche der jungen Leute sind viel breiter gefächert, als jetzt nur zu gucken, wo kriege ich das dickste Konto. Das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle, auch eine zunehmend große Rolle jetzt seit der Corona-Pandemie, und auch das Thema Nähe zum Wohnort, was für eine Arbeitsatmosphäre erlebe ich da, das sind wichtige Elemente. Und vielleicht
auch noch da einen Lichtblick. Wir haben ja grundsätzlich ein Thema, das, ich kann mir vorstellen, bei der Böll-Stiftung viele von uns hier haben studiert und wünschen sich wahrscheinlich Ähnliches für die Kinder. Das ist zumindest so ein typischer Effekt. Wenn man selber studiert hat, das eigene Kind möchte eine Ausbildung machen, empfindet man das als eine Form von Abstieg, ne? Oder sagt, ach Kind, in dir steckt doch viel mehr drin, ne? Jetzt geh doch erst mal studieren und dann guckst du halt mal irgendwann in 5 Jahren, was du dann daraus machst. Also wir haben einen Trend zur Akademisierung. Zugleich gibt es Berufe, in denen das Interesse der jungen Menschen, eine Ausbildung zu machen, gestiegen ist in den letzten Jahren. Wir haben da eine Studie gemacht, die haben wir genannt, wieder den Trend. Und Sanitär, Heizung und Klimatechnik gehört dazu. Dachdecker gehören dazu. Dachdecker. Zweiradmechaniker gehören dazu. Bau, also Elektroniker, Fachrichtung Bau- und Gebäudetechnik gehören dazu. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, wie kommt das, dass es gerade die Berufe sind? Und ich sag mal, Zweiradmechaniker, da verdient man wirklich nicht gut, ne? Fände ich auch schön und wertvoll. Ist ein super schöner Beruf, glaube ich, aber da ist das nicht so. All diese Berufe haben aber gemeinsam, dass sie eben dazu beitragen, die gesellschaftlichen Fragestellungen, die wir aktuell haben, zu lösen. Und ich weiß nicht, ob Sie es so verfolgen oder wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, in der Tagesschau sieht man immer mal wieder Männer und Frauen über Dächer klettern, weil die Sonarparallelen installieren und so weiter. Also diese Berufe bekommen auch eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit und damit auch eine Sinnhaftigkeit. Und ich will jetzt nicht sagen, wenn es nur Sinn macht, kann man es schlecht bezahlen. Ne? Das kann jetzt nicht der Umkehrschluss sein, aber es hat halt so viel mehr, ne? Als irgendwie zu sagen, ja, die zahlen nicht ordentlich und das stimmt auch nicht. Ne? In vielen dieser Berufe kann man wirklich auch gut verdienen, gerade dann, wenn man nach Schulabschluss sich da direkt reinbegibt. Man kann seine eigene Chefin werden, sein eigener Chef, und ich glaube, das ist uns zu wenig bewusst inzwischen. Ne? Wir haben Milliarden investiert in die Hochschulbildung, auch nicht zu Unrecht, das ist ja alles richtig, aber wie wäre es denn mal mit, damit dass Studentenwohnheime auch mal geöffnet werden für Auszubildende, dass solche Instrumente, die wir haben, einfach einer breiteren Gruppe zur Verfügung stehen und damit auch die Politik sichtbar macht, ihr seid uns wichtig und wir gucken nicht nur, dass wir eben hier die Studienabschlüsse fördern. Es gibt ja auch Meister-BAföG, solche Dinge, das geht ja in die Richtung. Ja. Ja. Also ich teile Ihre Begeisterung fürs Handwerk, mache aber eine andere Erfahrung. Ne? Also wenn man jungen Menschen nahelegt, so einen Beruf zu ergreifen, dass die dann mit Abitur doch lieber studieren. Woran liegt das? Die Bezahlung ist natürlich höchst unterschiedlich, je nach Ausbildungsberuf, und die Perspektiven auch. Also die haben eher den Eindruck, ich mache eine 3-jährige Ausbildung und dann habe ich wirklich schwer zu arbeiten. Ich schaffe das vielleicht bis Anfang, Mitte 50 und was dann? Also ich glaube, die jungen Menschen überlegen sich schon sehr genau, welche Berufe sie ergreifen. Und ich kann das auch nicht auflösen, weil jeder von uns freut sich ja auch auf den Handwerker, der pünktlich und bald kommt, wenn man ihn braucht. Und deshalb auch wieder Ermutigung meinerseits, versuch's doch mal, du kannst im Anschluss immer noch studieren, aber dann hast du was, du hast einen Beruf, und ich finde das auch toll, es kommt aber nicht an. Und wenn man dann so Rückmeldungen bekommt, das ist, glaube ich, ziemlich vielschichtig, woran das liegt. Bezahlung ist nicht alles, richtig, aber ich sagte schon, berufliche Perspektiven und zum Teil auch die Arbeitsbedingungen. Wir haben ja, es wird ja jedes Jahr ein Berufsbildungsbericht vom DGB veröffentlicht. Da befragen wir ja die jungen Menschen, woran liegt es. Zum Beispiel haben da gesagt, jetzt schwerpunktmäßig in diesem Jahr, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, aber nur rund ein Drittel der jungen Menschen haben gesagt, da wurden sie jetzt darauf vorbereitet während ihrer Ausbildung. Also es hakt doch an verschiedenen Stellen, und ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ganz tolle Ausbildungsbetriebe, aber es gibt eben auch die andere Seite, und das nicht nur im Handwerk, sondern in allen Berufen. Und ich glaube, ich nenne mal das Thema Pflege, wo die Arbeitsbedingungen mittlerweile so schlecht sind, dass 300.000 Menschen sagen würden, ich würde die aufgegeben haben, ich würde sofort zurückkehren, wenn sich da was tut. Und ich glaube, da muss man auch dran arbeiten, dass einfach die Arbeitsbedingungen besser werden, auch das gesellschaftliche Ansehen steigt für solche Berufe. Das spiegelt sich natürlich auch wieder im Geld und Aufstiegschancen. Aber da ist, glaube ich, da müssen wir etwas dickere Bretter bohren. Und wie gesagt, ne, am Ende, wenn man dann abwägt, geht dann doch eher oft die Entscheidung Richtung Studium. So, und dann haben wir die jungen Menschen im Studium, und dann gucken wir uns die sogenannten MINT-Studienfächer an: Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und dann sehen wir, dass wir an den Universitäten Abbrecherquoten von etwa 40% und inzwischen auch bei den
Hochschulen, ehemals Fachhochschulen, bei 35% sind. Da wäre es unsere Aufgabe, und das wäre jetzt auch wirklich im Schulterschluss, da müssten wir Angebote machen in diesen super interessanten Jobs. Und dann müssten wir eben sagen, okay, das ist dann nicht nur Handwerk, das ist auch Brainwork, dass wir für die interessante Perspektiven gestalten, die es interessant machen, zu sagen, okay, ich bin jetzt kein gescheiterter Akademiker, sondern ich habe dort eine Chance, in dem, was ich mir ursprünglich auch mal gedacht habe, mich auch weiterentwickeln zu können. Das ist eine Sache, die wir so schnell wie möglich in den nächsten Jahren in den Griff kriegen müssen. Wir sehen es zum Beispiel bei den abgebrochenen Akademikern, die landen dann gerne im Holz. Die werden dann Tischlerinnen, die werden dann Zimmerinnen. Und wieso werden sie das? Weil das ist nicht der soziale Abstieg. Holz ist was Schönes, Holz ist gut besetzt. Und das kann man dann schon eher noch machen. Unsere Idee muss sein, Klima, und jetzt mache ich es mal ganz verkürzt und plakativ, Klima muss das neue Holz werden. Ja. Ich finde ja ehrlich gesagt, da wird auch eine Situation immer ziemlich interessant. Also wenn man mal so, ich habe selber ursprünglich mal im MINT-Bereich angefangen und wenn man da dann? Sich, und das ist ein Thema für ein anderes Panel, vielleicht kriege ich den Bogen, aber wenn man sich da so Infoveranstaltungen anschaut, was macht man dort? Da bastelt man im Regelfall, da macht man physisch irgendwas, programmiert oder Co. Was macht man im Studium in den Bereichen? Man rechnet größtenteils erstmal die ersten Semester. Also klar ist man dann später auch quasi, hat mit den Technologien zu tun. Aber das Interessante finde ich eigentlich, dass das, was wir in MINT-Werbeveranstaltungen momentan propagieren, ja eigentlich im Handwerk eher der Fall ist, als das, was konkret im Studium passiert. Und ich glaube, da ist halt ein ganz großes Potenzial. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, wir sagen immer, wir müssen neutral oder ne, also in der Berufsorientierung neutral bleiben. Also im Bereich MINT sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht so neutral. Klar ist da ein Riesenbedarf, auf jeden Fall. Aber ich verstehe nicht, warum wir nicht gerade solche Ausbildungsberufe wie den Anlagenmechaniker SAK, für den Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik, auch die Dachdeckerin, quasi letztendlich stärker in Fokus stellen können. Also, weil das ist ja wirklich ist ein Engpassberuf. Und da schaffe ich den Bogen zu meinem eigenen Studium. Ich hatte witzigerweise einen Prof, der hatte uns im ersten Semester gesagt, und das ist, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich, es ist nicht schlimm, wenn ihr nach dem Studium noch eine Ausbildung macht. Es ist sogar sinnvoll, weil letztendlich, was lernt man im Studium? Oftmals nicht quasi die konkreten Probleme lösen, sondern ja, man ist auf einer abstrakteren Ebene unterwegs und ohne Hände keine Wände. Es geht ums Machen. Also es reicht nicht aus, dass wir bloß über Energiewende reden und immer neue Technologien quasi anschieben, wenn wir sie hier in Deutschland nicht verbaut bekommen in Summe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo wir natürlich immer für stehen. Und ich glaube, da schließt sich der Bogen ein bisschen mit den Pressemeldungen. Ich meine, es ist einfach ein Thema, was ähnlich emotional in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird, das prognostiziere ich jetzt mal, können wir gucken, ob es stimmt, wie eine Automobilbranche. Weil wir dort quasi nicht nur dieses Narrativ der grünen Zukunft, sondern auch Technologie und quasi andere Themen mit drin haben. Ich glaube, dass dieser ganze Bereich letztendlich nochmal einen ordentlichen Aufschwung gibt, aber nicht von alleine. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal einfach stärker aktiv werden. Ich weiß jetzt nicht, wie gerne Herr Koch-Martin das hört. Jetzt mach erstmal eine Ausbildung, kannst ja immer noch studieren. Ne? Das ist für die Betriebe ja auch das Schwierige. Erstmal auch die Abbrecherquoten in der Ausbildung. Man kann natürlich dann versuchen, sie zu halten. Ich glaube, 2 Punkte dazu nochmal. Also erstmal die Frage, wie professionell und gut sind wir in der Berufsorientierung jetzt schon? Gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass Eltern einen ganz großen Einfluss auf die Berufswahl der Kinder haben. Wie präsent sind denn überhaupt diese Berufe, die wir jetzt brauchen, um die Energiewende zu vollziehen, um in unserem Land ein lebenswertes Leben zu haben? Wenn man fragt, sind es dann doch eher so die Klassiker, sage ich mal, die einem so zuerst einfallen, die auch mal mit ins Boot zu holen, auch das als Botschaft an Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir gehen auch damit durch die Lande, wir machen auch manchmal mit Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern zusammen Veranstaltungen, denen wir dann Elternabend, dann rechnen wir da auch mal vor, was kann man verdienen mit einem guten Ausbildungsberuf, wo man früh anfängt, wo man dann auch, wenn man in die Familienplanung reingeht, in die Phase. Wir waren bei dem Punkt, sozusagen, was die Unternehmen leisten können, und dann
Sie wurden unterbrochen. Ne? Stichwort Berufsorientierung, hatten wir. Ne? Genau. Und welche, also Frau Räder hat ja zu Recht angesprochen, dass die Perspektiven da sein müssen. Ne? Das ist ja wieder das, was zieht mich eigentlich. Ne? Ja. Und, also sagen wir mal, die Verdienstchancen sind gut mit einer Ausbildung. Also wenn man gerade das Lebenseinkommen sich anguckt, kann man da wirklich viel bewegen. Haben wir auch mal alles ausgerechnet, kann man sich auch auf der Webseite vom Institut der Deutschen Wirtschaft mal angucken, wenn Sie Interesse haben. Genau. Und das andere ist natürlich, wie begeistere ich auch? Und das passiert eben nicht nur durch Kampagnen. Und ich meine, das Handwerk ist ja gerade wirklich Vorreiter, die machen wirklich tolle Sachen, da schmunzel ich, da freue ich mich, wenn ich das sehe. Und trotzdem, was dann wirklich bei mir andockt, ist, wenn mir jemand aus meiner Peer Group, jemanden, den ich mag, dem ich vertraue, der vielleicht so aussieht wie ich, wenn der zu mir in die Schule kommt und mir erzählt, was lernt er denn da so und was kann er damit auch anfangen mit seinem Beruf. Und da, glaube ich, können die Unternehmen, die das noch nicht machen, schon noch mal ein Stück weitergehen und sich einfach engagieren, mit ihren jungen Leuten in die Schulen gehen und da nicht müde werden zu überzeugen. Ja, das ist ein nicht interessanter Punkt, den ich auch nochmal ansprechen wollte, die Unternehmen. Also wir haben es ja bei den sagen, großen angesagten Arbeitnehmern, das sind die großen Brands, ja, Volkswagen, BMW und so weiter. Und die Struktur im Handwerk sind ja oft kleine Familienbetriebe, die man jetzt auch nicht kennt, woher auch, außer in der Region. Ist das ein Problem oder ein Vorteil? Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, also das Thema ist ja schon seit einiger Zeit ein Thema, warum hat eigentlich niemand aus dem, keine Ahnung, Silicon Valley oder sonst woher ist auf die Idee gekommen, ein Startup zu machen mit Handwerkern, ja, da, keine Ahnung, fahre ich die in die Stadt rein, die sind alle, kriegen alle super schicke Sachen zum Anziehen, werden super bezahlt und so, dann machen die halt, sagen, gehen die in den Markt rein, weil es ist ja eigentlich normal, es gibt einen Bedarf, die Unternehmen gehen da rein mit neuen innovativen Konzepten. Im Handwerk scheint es immer noch sehr traditionell aber zu sein. Woran geht das gar nicht anders, weil einfach die Tätigkeit so speziell ist? Oder ist es gar kein Problem, weil das die beste Lösung dafür ist? Also Sie haben jetzt mehrere Punkte angesprochen. Ja, sorry, waren zu viele. Der eine Bereich ist schon so, dass es Startups gibt, ja, die sind richtig groß. Ob man die wirklich noch so Startups nennen mag, ob ein, ja, Termondo ist Mitglied bei uns, oder ein Octopus oder 1,5 Grad oder wie sie nicht alle heißen, da stehen natürlich zig, wenn nicht sogar hunderte Millionen im Hintergrund von Investoren. Ob man das noch als Startup bezeichnen mag, darüber mag jeder selber befinden. Unsere kleineren Unternehmen haben allerdings echt ein Problem. Sobald ein Unternehmen groß genug ist, leisten die sich jemanden, sich gezielt um die Azubis kümmert. In einem kleineren Unternehmen mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mitarbeitern ist es nicht der wohlmeinende Chef, die wohlmeinende Chefin, sondern der Monteur. Und jetzt gender ich nicht, weil es fast wirklich ausnahmslos bei uns Monteure sind. So, und wenn der dann am Montagmorgen mit seinem Transporter an die Blissestraße fährt und der junge Mann steigt aus der U-Bahn, ist vielleicht erst 2, 3 Wochen dabei und dann kommt der Monteur, schlechte Laune, überhaupt kein Gefühl dafür, was dieser junge Mann jetzt eigentlich bräuchte, nämlich eine klare Aufgabe, das passiert diese Woche, das sollst du am Ende gelernt haben und. Und der hat nur schlechte Laune, womöglich ist er noch in der AfD, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so sage, und der junge Mann heißt Ibrahim, dann weißt du schon, oh, das nennt man tolles Matching. Gut, das heißt wirklich, wirklich, diese ganzen Geschichten müssen auch mit vermittelt werden. Und wir bieten das an wie sauer Bier. Wenn diese Menschen, die für die Auszubildenden zuständig sind, bei uns solche Schulungsmaßnahmen machen, das sind keine Schulungen im klassischen Sinn, die müssen tatsächlich irgendwas reinbimsen, sondern in aller Regel ist es nur, dass man sich den Spiegel vorhält und sich überlegt, wie wirke ich als 50-jähriger Monteur wohl jetzt gerade auf einen jungen Menschen im Alter von 18, 19 Jahren. Allein dieses Kopferlebnis, das würde schon sicherlich dazu führen, dass sich viele, viele Ausbildungsverhältnisse sehr viel entspannter entwickeln können. Und was da tatsächlich gerade passiert, also ich meine, wir haben so etablierte Player, die sind mittlerweile auch, zum Glück musste ich nicht den Werbeblock machen,
Es gibt mittlerweile viele größere Handwerksbetriebe, auch quasi wie auch immer gefundet. Und es drängen auch gerade viele neue Player in den Markt rein. Wir stehen auch vor einer gewissen Konsolidierungswelle im Handwerk. Das passiert gerade alles mit Vor- und Nachteilen. Aber was ich da nochmal bloß mal bekräftigen kann, ist halt dieses Gedankenspiel, das erlebe ich halt öfters, wenn ich mit HR-Verantwortlichen spreche, die dann mit Handwerksbetrieben zusammenarbeiten. Es ist einfach noch eine andere Denkweise. Auch die Investition in Weiterbildung, in Qualifizierung, die sieht für einen geschäftsführenden Gesellschafter quasi oftmals, also da fehlt die Zeit und der Kopf dazu, langfristig genug zu denken, manchmal auch. Weil man halt operativ so eingebunden ist in einem kleinen Handwerksbetrieb. Man hat noch niemanden, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, der die Zeit hat, quasi da wirklich mal reinzuschauen und das auch als Investition zu denken. Also das heißt, es ist einfach tatsächlich dadurch, dass wir wirklich über KMU sprechen, also und viele Kleinstbetriebe auch, haben wir halt einfach nicht die Strukturen da letztendlich, und das wird uns auch beim Thema Teilqualifikation begegnen. Also Herr Koch, Martin und ich sind jetzt, glaube ich, Akteure, Personen, die sehr stark für das Thema eintreten. Das ist auch noch längst nicht überall so in Deutschland. Also sowohl auf Handwerksseite als auch auf Seite Handwerks, also von verschiedenen Unternehmen. Ne? Da wird das teilweise auch noch nicht so gesehen, wie wir das jetzt hier heute sehen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Aufklärungspotenzial tatsächlich auch. Und das als quasi Investition auch in die Zukunft des Betriebs zu sehen, davon sind wir noch gerade bei kleineren Betrieben ein, zwei Schritte entfernt. Ja, wenn du schon Investition sagst, Lars, dann kann man das vielleicht mal so festhalten. Und das ist für viele eben auch neu, dass gute Personalarbeit und sich eben gut zu kümmern um seine Leute heute ein Business Case geworden ist. Wir haben Fachkräftemangel und das wird in den nächsten Jahren noch schwieriger. Wir haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt, gerade in vielen Engpassberufen. Wir haben einen sehr niedrigen Frauenanteil, gerade SHK. Ich gucke mal hier, 0,4% sind das da. Genau, und das ist wirklich das traurige Schlusslicht. Ja. Gut, das sind eure Zahlen. Genau. und das gilt für fast alle Engpassberufe. Die sind entweder Männer- oder Frauentypisch. Das heißt, mehr als 70% der Belegschaft da ist dann entweder Mann oder Frau. Und da kann man sich auch fragen, warum ist das so, dass in der Pflege, in der Erziehung so wenige Männer arbeiten und andersrum, warum ist das so, dass in den technischen Berufen immer noch, obwohl wir schon so viel meinen, dafür zu tun, offenbar nicht das Richtige, dass da immer noch so wenig Frauen sich für interessieren und da rein möchten. Genau, und wenn wir sagen, gute Personalarbeit ist Business Case, heißt das eben auch, sich nicht mit verschränkten Armen vor die Generation Z oder wer da auch immer, wie man sie nennen will und auch nicht so stereotyp auf die zu gucken, sich hinzustellen und zu sagen, also Arbeit ist das Wichtigste im Leben und jetzt musst du hier erstmal durch die harte Schule durch und Vereinbarkeit. Ja, wir haben aber gerade zu viel zu tun, ne? Das machen wir dann in 2 Jahren. Das funktioniert nicht mehr, ne? Sondern man muss sich sagen, wir wollen doch alle auch unser Privatleben mit dem Arbeitsleben vereinbaren können. Wenn man nach Winston Churchill gehen würde, never waste a good crisis. Also lassen Sie uns doch jetzt diese Zeit nehmen und die Arbeitswelt neu gestalten und da mal Hand anlegen, wirklich. Und das ist verdammt schwer. Wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre und mache den Job seit 30, 40 Jahren und denke mir, ich muss jetzt nur noch 15 Jahre das Ding durchziehen, dann habe ich es irgendwie ins Ziel gebracht. Und jetzt soll ich nochmal alles neu denken und alle Strukturen verändern. Das ist eine riesige Herausforderung. Plus, dann habe ich vielleicht noch Sorge, wer will denn überhaupt meine Nachfolge antreten? Das ist ja auch ein Riesenthema hier. Und vielleicht wäre es auch attraktiver, einen Nachfolger zu finden, wenn man da schon mal ein paar Weichen anders stellen würde, perspektivisch. Weil es gilt ja auch für die Gesellschaft, gewerkschaftliche Organisation, die ja auch wahrscheinlich wesentlich geringer ist im Handwerk als jetzt natürlich in der Industrie. Mit all den Folgen, die das möglicherweise dann wieder hat. Die Tarifbindung ist im Handwerk eher unterdurchschnittlich. Und heißt natürlich auch, dass man da nicht so eine Gestaltungsmacht hat. Es gibt ja ganz andere Beispiele von Sozialpartnern, von betrieblichen Bündnissen, von Tarifverträgen, von tariflichen Vereinbarungen, die, glaube ich, schon einen großen Beitrag leisten können zu Deckung des Fachkräftebedarfs. Ich sage jetzt mal für die chemische Industrie, der Future Skills Report, wo sie sich jede einzelne Tätigkeit auch angeguckt haben und auch gesagt haben, wir waren ja jetzt viel beim Thema Ausbildung, geht aber auch um Qualifizierung im Erwerbsleben. Das ist ja auch ein wichtiges Stichwort.
Und genau auch geschaut haben, wo bewegen sich diese Berufe hin und welche Qualifizierungsbedarfe gibt es da. Also gibt es, glaube ich, gute Beispiele für Sozialpartnerbündnisse. Das muss, glaube ich, im Handwerk noch stärker werden. Da muss man noch enger zusammenrücken und noch besser auch zusammenarbeiten. Heißt aber natürlich, dass man sich auch dem Thema Arbeitsbedingungen stellen muss. Aber das wichtige Stichwort dabei ist wirklich Qualifizierung, dass ich eben auch eine Perspektive in dem Beruf habe, den ich jetzt habe, oder in einem anderen Beruf oder in einer anderen Branche, dass da, wirklich in die Zukunft gedacht wird. Und ich glaube, das passiert noch viel, viel zu wenig. Also ich schneide jetzt bewusst mal ein anderes Thema an, also weil wir ja uns auch die Frage stellen, wie können wir im Grunde diesen Fachkräftemangel flankieren, dass es besser wird. Wir haben jetzt gerade, es wurde jetzt gerade ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet. Das ist erstmal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, zaubert aber auch nicht von jetzt auf gleich Fachkräfte aus Drittstaaten in unser Land. Und wir wissen ja selber auch, wie hoch die Hürden sind, Visa, der ganze Gang durch die Behörden und eine Vielfalt neuer Zugangswege, aber die auch erstmal bekannt werden müssen. Und also beiderseitig, ne, also die bei den Zuwanderungsinteressierten und bei den Betrieben. Wir haben ein Weiterbildungsgesetz verabschiedet, was nochmal verbessert hat, die Qualifizierungsförderung im Beruf. Aber auch da muss man sagen, wenn man ganz ehrlich ist und sich die Zahlen anguckt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt haben wir ein Qualifizierungsgeld, das muss aber auch von den Tarifvertragsparteien, von den Betriebsparteien zum Leben erweckt werden. Die Voraussetzung ist eine Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag. Da machen wir uns jetzt auf den Weg, und um entsprechende Qualifizierungsvereinbarungen abzuschließen, damit dieses Qualifizierungsgeld auch gezahlt werden kann. Es gibt Lohnkostenzuschüsse, aber die Frage ist halt, reicht das alles aus? Es wäre gut, auch noch ein Element zu haben für eine selbstbestimmte Weiterbildungsbiografie. Da war die Bildungszeit und die Bildungsteilzeit im Gespräch. Und die hat es jetzt leider nicht geschafft ins Gesetzgebungsverfahren. Das wäre vielleicht so ein Schritt gewesen. So muss man sagen, läuft immer noch ganz viel über die Unternehmen. Und da habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass es so den großen Wurf gibt, aber diesen großen Wurf brauchen wir, inklusive auch nicht vorhandenen Weiterbildungsangeboten auf dem Markt. Also nicht nur sozusagen auch als staatliche Aufgabe oder gesellschaftliche Aufgabe begreifen und nicht eine Aufgabe, die die Unternehmen alleine leisten können. Also wir haben das Thema Weiterbildung und Qualifizierung bei uns im Tarifvertrag auch mit vereinbart. Von daher stellt sich das gar nicht, aber es stellt sich sowieso nicht. Wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir so 1600, 1700 Teilnehmende pro Jahr. Wir sind jetzt bei über 4.500. Und die sind nicht alle ferngesteuert durch ihre Unternehmer, sondern das ist einfach ein dringender weiterer Fortbildungsbedarf. Die Leute kommen selber und wollen das machen. Sowohl als auch, weil es ist einfach notwendig, dieses Wissen zu vermitteln. Jetzt bin ich mal Nestbeschmutzer, eigentlich dürfte ich das gar nicht sagen. Die Schornsteinfeger haben, wir sind ja die Hauptstadt oder Bundeshauptstadt der Gasetagenheizung. Da haben die Schornsteinfeger im letzten Jahr sich mal 4.500 Gasetagenheizungen angeguckt. Und von diesen Gasetagenheizungen waren, man höre und staune, das ist auch schon statistisch signifikant, 84% in der Werkseinstellung. Da kann man sagen, was müssen wir für gute Hersteller haben, wenn 84% aller Gasgeräte in der Werkseinstellung den Ansprüchen unserer Wohnungen und Häuser genügen. Das ist die Situation, und eine Wärmepumpe, das kann ich hier auch sagen, verzeiht nichts. Da, wo ich vielleicht mal einen 1-zu-1-Tausch so machen kann, das kann ich jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich ein Riesenbedarf und auch ein Nachholbedarf. Mehr sage ich aber auch jetzt nicht. Aber auch teilweise so ein Bereitschaftsproblem, was wir nämlich leider auch manchmal, also was ja schade ist, auch erleben, ist eine Zahl gestern gelesen, in den nächsten 10 Jahren verlassen uns doch 30% der SRKler zum Beispiel in die Rente. Und wir haben leider auch Leute, die sagen, nee, ich will das nicht mehr. Ich glaube, das müssen wir auch akzeptieren, dass Leute sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr in meinen letzten 5 Berufsjahren die Wärmepumpe als Experte beherrschen, aber
ich sag mal, so ein Heizungssystem ist mehr als eine Wärmepumpe. Ne? Das ja, oder es gibt andererseits vielleicht auch Leute, die sagen, wow, Wärmepumpe ist die Zukunft. Absolut. Absolut. Da gehe ich jetzt rein und wenn ich sie schon nicht erfinden kann oder was, dann baue ich sie wenigstens ein oder helfe damit beim Einbau. Aber ich finde nochmal den Punkt, bevor wir jetzt auch auf Sie kommen, mit der Handwerk muss teurer werden, weil natürlich Arbeitsbedingungen, Zeiten und so weiter, natürlich drückt sich Wertschätzung dann schon auch vor allem in einer kapitalistischen Gesellschaft im Lohn aus. Und was Sie angedeutet haben, ist natürlich, jeder ist immer für bessere Löhne, aber niemand möchte es halt gerne bezahlen. Und ist das die Realität, dass man einfach sagen muss, Handwerk ist dann einfach eine Leistung, die für dich einen größeren Teil meines Einkommens ausgeben muss, weil Leute davon leben wollen, weil die Leute aufgewertet werden müssen sollen in ihren Berufs, in ihren Berufen? Wir haben einen ungeheuer gestiegenen Beratungsbedarf. Wenn ich eine Heizungsanlage vernünftig auslegen will, dann muss ich eine Heizlastberechnung für jeden einzelnen Raum machen und so weiter. Das hat man früher nur so Verfahren A eingeklimpert, tralala, war gut. Das geht alles nicht mehr. Das geht jetzt alles nicht mehr und das sind alles Sachen, die die Kunden, weil das kostet wirklich Zeit, die die Kundinnen und Kunden dann bezahlen müssten. Dann gucken die einen mit großen Augen an und sagen, du hast ja noch gar nichts gebaut und willst aber schon Geld haben. Aber das ist jetzt Teil der Wertschöpfung geworden und diese Wertschöpfung, die muss auch in irgendeiner Form honoriert werden. Oder das machen die Schornsteinfeger, die könnten es vielleicht auch machen. Die lässt jeder ins Haus, die sind ja hoheitlich und dann... Die dürfen wir auch verlangen, was sie wollen. Die können dann auch andere Preise aufrufen. Okay. Ja. Gibt's Fragen? Ja, hier hinten ist eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon haben, das rumgeht, ja. Dankeschön. Ich merke mir die 84% für morgen für einen Wärmepumpengipfel. Nee, ich zitiere Sie nicht wörtlich. Ich finde es fast positiv. Herr Kreis von Fissmann hat mal gesagt, 11 von 10 ausgelieferten Gasheizungen laufen in der Werkseinstellung. Das glaube ich gerne. Ich möchte auf einen Punkt kommen, Herr Koch-Martin, den Sie angesprochen haben. MINT-Fächer ist ein ganz großes Thema. Ich habe schon immer eine Faible für Mathe gehabt. Ich habe eine handwerkliche Ausbildung. Ich habe die parallel zu meinem Abitur gemacht. Das nannte sich Berufsausbildung mit Abitur. Und dann habe ich Bauingenieurwesen studiert und bin heute Energieberaterin. Wir können übrigens auch Heizlastberechnung und führen auch diese Diskussion, wieso muss man eigentlich Energieberater bezahlen. Mich gibt es aber eigentlich gar nicht als Energieberaterin, weil wir haben kein Berufsbild. Und wir haben die Herausforderung, junge Menschen für diesen Bereich zu begeistern, ohne ihnen sagen zu können, was sie eigentlich für eine Ausbildung machen müssen. Und wenn sie dann studiert haben, gibt es noch eine Hürde, das ist die öffentliche Zulassung in der DENA-Expertenliste. Und da gibt es dann eine Bundesbehörde, die ist der Meinung, wenn die Hochschule nicht den Stempel drunter hat und es nicht sofort 1:1 zur Erkenntnis, dann kann man jungen Leuten eben auch mal die Eintragung in diese Expertenliste versagen, obwohl die schon seit 7 Jahren professionell Energieberatung umsetzen. Das ist also ein richtiges Problem, weil ich weiß heute nicht, wie ich jungen Menschen, die Energieberaterin werden wollen und die Architektur studiert haben oder die SHK-Meisterin sind oder sonst irgendwas, sage, wie lange braucht es, bis ihr offiziell die Förderprogramme und damit auch die geförderte Energiewende in der Bundesrepublik umsetzen könnt. Ich weiß es nicht. Und ich bin Vorstand des Deutschen Energieberaternetzwerkes. Wir bilden also Energieberater aus seit 20 Jahren ohne eigenes Berufsbild. Das ist eine echte Herausforderung, weil das ganz, ganz hohe Frustration mit sich bringt, wenn man Weiterbildung macht, wenn man sich engagiert und dann irgendwann ausgebremst wird. Das ist nicht zu vermitteln. Das ist ein großes Problem. Und was Sie angesprochen haben, vielleicht drehen wir das mal. Vielleicht müssen Sie nicht erst die schlechten Erfahrungen an der Uni machen mit Ihren mangelnden Mathekenntnissen, sondern alle machen nach der Schule eine Berufsausbildung. Und dann kann man immer noch studieren. Uns hat es nicht geschadet, mit einer handwerklichen Erfahrung an den Hochschulen zu sitzen. Und wir haben am Wochenende dann auch nicht in der Kneipe gejobbt, sondern auf dem Bau gearbeitet und haben da deutlich mehr Spaß gehabt und deutlich mehr Geld verdient. Und das ist auch etwas, wo man sagt,
Ich erkenne sofort, wenn Kollegen und Kolleginnen eine handwerkliche Ausbildung haben und dann erst studiert haben und nicht direkt vom Küchentisch von Mutti über die hippe WG 10 Jahre irgendwo gebraucht haben, um dann mal ihr Architekturstudium abzuschließen. Also das ist wirklich etwas, diese traditionelle Baumeisterausbildung muss man, glaube ich, im Handwerk viel stärker adressieren, um auch diese Weiterbildungsperspektive jungen Menschen zu vermitteln. Ja. Jetzt hier. Also wir haben den höchstmöglichen Grad an Übereinstimmung. Erstens, wir sind das einzige Handwerk hier in ganz Berlin, dass das, was die, ich sag's jetzt mal so, Ostsozialisierten schon kennengelernt hatten, sie offensichtlich auch, nämlich das Berufsabitur, so heißt es jetzt bei uns. Wir können aber nur für die Anlagenmechanikerin, wir können innerhalb von 4 Jahren ein Vollabitur machen, kein Fachabitur, Vollabitur und Ausbildung. Das ist eine traumhafte Sache, die bekommen die ganze Zeit eine Ausbildungsvergütung, die sich dann sogar noch am Industriestandard orientiert. Also es ist eine echt tolle Sache, das war mühselig, das Ganze so ins Laufen zu bringen, aber dieses Jahr läuft es das erste Mal gut und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir das noch weiter ausweiten könnten. Ja. Das dazu. Ich würde ja ein bisschen sammeln, damit wir zwar hier und Sie hatten sich gemeldet, ne? Dann ganz kurz noch die Energieberater. Wir arbeiten mit dem LFE hier in Berlin eng zusammen. Ich habe gerade gestern dafür gesorgt, dass der LFE mit in die kommunale Wärmeplanung mit reinkommt. Da waren wir vorher auch nicht drin. Das haben wir organisiert hier für Berlin, dass da nicht nur irgendwelche Staatssekretäre sitzen oder Staatssekretärinnen sitzen, sondern Vattenfall, die ja zum Verkauf stehen, und die GASAG, woran die Vattenfall zu 1/3 Anteilseigner ist, mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt, dass nicht nur die da am Tisch sitzen, sondern dass Sie und SAK und auch die Schornsteinfeger auch mit dabei sind, damit wir genau dieses Thema Energieberater künftig besser bespielen können. Danke. Ja, na, danke. Die Schornsteinfeger, das ist so eine, das bringen Sie immer wieder dieses Beispiel. Vielleicht müssen wir mal einen Schornsteinfeger einladen in so einer Runde. Okay. Ja. Ja, Sie hatten den demografischen Wandel angesprochen. Die Gesellschaft wird älter, aber gleichzeitig ist man auch im Alter sehr viel fitter noch als vor 30, 40 Jahren. Und viele Firmen haben das Potenzial ja erkannt, ältere Mitarbeiterinnen auch nach der Rente noch zumindest in Teilzeit zu beschäftigen. Mhm. Im Handwerk könnte es natürlich in manchen Berufen ein bisschen schwieriger werden aufgrund der körperlichen Anforderungen. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass es da Potenziale gibt im beratenden Bereich, in der Ausbildung, auch Leute nach der Rente noch weiter zu beschäftigen. Ich würde mich interessieren, ob es da belastbare Zahlen gibt, wie groß das Potenzial wäre und ob es da vielleicht auch Modelle gibt, um sowas schon umzusetzen. Und kann es ja weitergehen, ne? Ich danke auch für dieses spannende Forum für ein Handwerksunternehmen in Berlin. Das ist ein Potenzial, das noch nicht besprochen wurde. Und das andere ist, die Mitarbeiter, die wir schon alle haben, weiterzubilden, weil Energiewende will nicht unbedingt jeder machen und Transformation hat sowieso noch niemand gehört. Also welche Möglichkeiten bestehen, im Bestandsmitarbeiterkörper weiterzuarbeiten und wie können wir Handwerksunternehmen dabei unterstützt werden? Weil alleine können wir diese Aufgabe nicht erfüllen. Jetzt noch zwei, Sie und Sie da hinten und dann, die 15:15, ja, weil die Zeit, ich glaube, die Uhr hier geht falsch. Ist hier jemand von da? 11 Minuten. Ja, okay, dann ist die hier. Wir sind schon drüber nach der Anzeige. Ja, zweite, dritte Reihe oder so? Ja, genau, hier. Und da. Die beiden Herren mit der Brille. Ja, Sie. Okay. Machen es unter sich. Dankeschön. Die besten Thesen dieser Diskussion können Sie auch im Artikel zur Begleitung dieser Konferenz, die Energiewende braucht Hand in Handwerk, nachlesen. Meine Frage an Sie, inwiefern würden Sie sagen, dass Trittbrettfahrerei in der Ausbildung eigentlich ein Problem ist und inwiefern ist das, braucht es da andere Regelungen? Und das andere wäre die Frage, was könnten denn die Gesamtgesellschaft tun, um aus ihrer Perspektive das Handwerk attraktiver zu machen?
Könnten Sie kurz erläutern, was Sie meinen mit Trittbrettfahrerei? Also für Betriebe ist es mit dem Aufwand verbunden, Auszubildende auszubilden. So, Arbeitszeit, Emotionen etc. Und dann erleben die häufig, dass die Auszubildenden danach studieren gehen oder von Unternehmen, die selbst sich nicht in der Ausbildung beteiligen, mit höheren Gehältern abgeworben werden können. Also die Betriebe sagen ganz klar, wir bilden nicht aus, aber wir zahlen höhere Löhne, um dann die Gesellen woanders abzuwerben. Also inwiefern braucht es möglicherweise da andere Regelungen von, und das ist das, was ich dazu meinte. Ja, können Sie das Mikro nach hinten weitergeben? An den, ja. Ich habe gerechnet. Super, erstmal vielen Dank. Eine prinzipielle Sache. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich mache es ganz praktisch. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe Abitur, habe vielleicht studiert, habe abgebrochen, habe deutsche Sprachkenntnisse, also bin die Grundqualifikationen habe ich auch im MINT-Interesse, habe auch vielleicht eine Vorbildung MINT. Wo möchte ich jetzt eine Ausbildung machen? Wie will ich meine weitere Perspektive gestalten? Ist dann nicht wichtig für mich, dass ich eine Perspektive habe bei meiner Ausbildung? Eine Ausbildung ist immer Einkommensverlust. Jetzt überlege ich mir, wo mache ich das? Wenn ich jetzt sehe, dass gestern Gasheizungen beworben werden, heute Wärmepumpen, was ist es morgen? Worauf ich hinaus will, das ist eigentlich eher eine Frage an die Politik, wo die meisten aus dem Panel ja nicht sind. Wenn sich die Bedingungen der Politik oder die Vorgaben der Politik ständig ändern und ich nicht damit rechnen kann, was ist morgen meine Qualifikation, die überhaupt gefragt ist. Hab ich gestern eine Ausbildung gemacht, mich qualifiziert oder zumindest spezialisiert, Heizungs- und Wärmetechniker auf Gasheizung, dann kann ich das heute wegwerfen und muss mich heute auf Wärmepumpen zum Beispiel spezialisieren oder auf Solartechnik oder auf Windkraft. Das ist das Problem. Wie soll ich da eine Perspektive entwickeln? Da überlege ich mir doch, mache ich meine Ausbildung eher woanders, wo ich von ausgehen kann, da habe ich morgen einen sicheren Job. Ja, jetzt, genau, Antwort runter. Ja, das war jetzt ein Statement an die Politik, das ich nur unterstreichen kann. Was soll ich dazu großartig sagen? Die Verunsicherung bei den Kundinnen und Kunden ist groß, die Verunsicherung im Handwerk ist groß. Trotzdem geben wir hier für Berlin die klare Devise aus, an den Erneuerbaren führt kein Weg vorbei. Ihr seid vorsichtig mit dem, was ihr macht. Wir haben eine Beratungspflicht ab dem 01.01.2024. Wir haben auch eine Hinweispflicht. Die geht noch über eine Beratungspflicht hinaus. Das gehört zur Fachkundeerklärung eines Unternehmens. Und wenn wir jetzt sagen, ach, dann hau dir doch nochmal eine Ölheizung rein und der fällt damit auf die Nase, dann kann uns das auch auf die Füße fallen. Wir werden dort, wo es sich anbietet, sicherlich in Richtung der Technologien beraten, von denen wir erwarten, dass sie zum Tragen kommen. Und wenn uns seitens der Politik gesagt wird, wir würden grünen Wasserstoff in die Wärme kriegen in den nächsten 15 Jahren, seien Sie mir nicht böse, aber Sie können auch überall nachfragen. Das kann mir nur ein müdes Lächeln abbringen. Die Industrie hat einen solchen Bedarf. Die ganzen Flotten auf den Weltmeeren müssen damit fahren. Da kommt nichts in die Gebäudewärme. Völlig illusorisch. Ich möchte mich erstmal nochmal bedanken für die beiden Wortmeldungen hier von der linken Seite, weil genau zwei ganz wichtige Potenziale, die angesprochen wurden. Sie fragten ja nach den älteren Beschäftigten. Also klar, wir sehen dann Aufwuchs der Erwerbsquoten, liegt aber hauptsächlich erstmal an der Rentenreform, ne, dass man jetzt später in den Ruhestand geht. Aber wir sehen auch in Studien eine sehr hohe Bereitschaft von Unternehmen, ältere Beschäftigte zu halten, gerade in kleinen und mittleren Unternehmen natürlich. Ne, da ist man bekannt, da spricht man vielleicht auch hoffentlich schon frühzeitig darüber, sag mal, Jupp, was hast du denn jetzt noch vor? Ne? Willst du jetzt lieber deinen Garten bestellen oder kann ich dich überzeugen, hier noch zu bleiben, vielleicht als Mentor für unsere Auszubildenden oder eben als Beraterin, als Berater? Also da auch frühzeitig ins Gespräch zu gehen, Perspektiven aufzuzeigen. Ich habe selber mal ein Projekt gemacht im Rohrleitungsbau. Da können Sie sich vorstellen, das ist körperlich wahnsinnig anstrengend. Das geht da nicht bis zur Regelaltersgrenze. Und da gibt es ganz engagierte Unternehmer, die da eben auch also da gibt es eine Broschüre drüber, da kann man das auch nachlesen, was die sich so für Gedanken machen und wie die das umsetzen. Gerade, ich meine, bei Akademikerinnen und Akademikern, wir arbeiten im Schnitt noch länger, ne, weil das, oder Selbstständige dann sowieso nochmal was anderes, ne? Aber es geht eben auch in Berufen, wo man eine Ausbildung für gemacht hat, und da kann ich wirklich jedem nur anraten, frühzeitig ins Gespräch zu gehen miteinander, um das auszuloten.
Und genauso das Potenzial der Beschäftigten, die man schon hat. Es gibt ja von den Arbeitsagenturen, vom Arbeitgeberservice die Qualifizierungsberater, so nennen die sich, die kommen kostenlos in die Betriebe, gucken sich an, was sind da für Qualifikationen vorhanden, was könnte man noch entwickeln und kennen sich dann, und das Halleluja, sich auch mit der Förderstruktur aus, denn die ist teilweise wirklich ziemlich kompliziert, was das Thema Weiterbildung betrifft. Das hängt dann an der Unternehmensgröße, an verschiedenen anderen Sachen. Ich sag mal, kann man auch Glück und Pech haben, je nachdem, wen man da als Ansprechperson hat. Aber wenn man da jemand Gutes hat, kann das schon helfen. Und jedenfalls solche Instrumente wie Mitarbeitergespräche, also dass man einfach nicht so dann irgendwann mal um die Ecke kommt und sagt, ach übrigens haben wir ja jetzt Fachkräftemangel, jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit euch machen. Sondern wenn man da immer wieder auch signalisiert, du bist mir wichtig, deine Beschäftigungsfähigkeit ist mir wichtig, und zwar für beide Seiten, ne? Win-win. Dann hat man eine gute Basis, wenn es dann hart auf hart kommt, dann auch zu gucken im Interesse aller Gruppen. Ja. Halbsatz dazu noch tatsächlich, was wir von vielen Partnern mitbekommen, dass es viele Meister gibt, die tatsächlich sehr stark auf diese Qualifizierung schielen. Die sagen, naja, also so fachpraktische Qualifizierung von jetzt in unserem Fall Teilqualifizierten, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist perfekt. Also da sprechen wir größtenteils über eine Situation, wo wir in Hallen arbeiten. Da kriegt es frischen Kaffee. Das macht mehr Spaß als quasi, wenn man dann über 60 irgendwann auf der Baustelle unterwegs ist. Nee, nur recht geben zum Thema Arbeitskräftepotenzial. Ich glaube, da schlummert noch sehr, sehr viel. Und da gibt es viel zu viele Hürden und viel zu wenig Menschen, die sich da auch kümmern, um im Grunde andere an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier, das ist deine Chance. Ich war gerade letzte Woche in Cottbus und habe mir das ESF-Projekt My Turn angeschaut, was die Stadtverwaltung als Träger verantwortet. Und es richtet sich an Frauen mit Migrationsgeschichte, also zugewanderte Frauen. Und es ist wirklich erstaunlich. Es sind jetzt 30 Teilnehmerinnen und zwei, da konnten wir auch hören, wie sie also orientiert werden aus der Arbeitslosigkeit in Arbeit, auch mit Kindern, aus geringfügiger Beschäftigung in Ausbildung. Also das Ziel ist wirklich sozialversicherte Arbeit, aber gibt eben immer noch Gruppen, die brauchen da wirklich Unterstützung, aber ganz große Potenziale. Also eine Frau hat auch in Syrien zum Beispiel ein Hochschulstudium abgeschlossen, arbeitet hier als geringfügig Beschäftigte. Da komme ich auch gleich zu meinem Lieblingsthema, diese sogenannte Minijob-Regelung, also die jetzt verstetigt wurde und dynamisiert, die Frauen absichtlich klein hält im Arbeitsmarkt. Also das ist eine Katastrophe, wenn weil wir die da nicht über den richtigen, nicht die Frauenerwerbsbeteiligung jetzt sprechen. Und da darf man nicht immer davon ausgehen, dass jede Frau losmarschiert und sagt, das will ich jetzt machen, das kann ich jetzt machen, sondern die müssen auch wirklich ermutigt und beraten werden. Und da schlummern unglaublich viele Potenziale bei Frauen, bei Älteren, bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei Menschen mit Behinderungen. Das nächste Thema, denen die Digitalisierung ja vielleicht ganz neue Zugänge zur Ausbildung und Arbeit ermöglicht, zumindest Körperbehinderten. Also es ist wirklich, glaube ich, noch viel zu tun, aber ein hohes Potenzial. Und da müssen wirklich alle an einem Strang ziehen. Und was tun wir bei Betrieben, die nicht ausbilden? Der DGB empfiehlt da eine Ausbildungsumlage, wie sie ja auch schon in Bremen auf dem Wege der Verwirklichung ist. Wer nicht ausbildet, zahlt. Und somit verhindert man auch Trittbrettfahrertum. Ja, ich meine, wir haben jetzt natürlich gar nicht gesprochen über das Thema KI. Ich weiß nicht, wie relevant das für SHK ist. Also wahrscheinlich nicht so sehr wie in anderen Handwerksbereichen, weil müsste dann der Roboter irgendwie die. Oder ich hatte witzigerweise also letzte Woche den. Im Moment noch nicht, aber da wird sich sicherlich noch das eine oder andere auftun. Tatsächlich machen wir in der Innung, schulen wir gerade und die Ergebnisse sind echt, echt grandios, was man an Zeit einsparen kann. Auch in so einfachen Verwaltungstätigkeiten und Schreiben aufsetzen lassen über ChatGPT, das geht einfach ruckzuck und das musst du dann nochmal durchlesen, aber das ist einfach ungleich schneller, als wenn ich mich da hinsetze und das da reinklimper. Ja, wenn Sie die Zeit lesen, dann manchmal nein. Gut, ja. Der Herr hatte noch eine Frage. Wenn es um Weiterbildung SHK geht, dann wenden Sie sich an uns, an die Innung. Okay.
Sollte es ein anderer Bereich sein, dann helfe ich Ihnen trotzdem. Gut, wir sind jetzt schon eine ganz kurze Frage, wenn Sie eine haben. Ja, also genau. Das ist ganz einfach. Die falschen Signale gestellt. Du hast eine Handwerkerschaft, die auf eine fossile Vergangenheit zurückblickt und die natürlich dann sieht, oh, jetzt geht's wieder. Und dann womöglich auch in die Richtung berät. Ich kann es nicht ausschließen, ich bin nicht dabei. Aber das wird es gewesen sein. Also wir haben in diesem Jahr weitaus mehr Öl- und Gasheizungen eingebaut als Wärmepumpen. Und das wird sich so, wie die Weichenstellung jetzt ist, erstens die Kopplung an die kommunale Wärmeplanung, was das Ganze sehr rauszögern wird, plus eine ungeklärte Förderkulisse. Also das sogenannte Bundesprogramm effiziente Gebäude Dings Beck. So, und das ist auch noch alles ungeklärt. Man hat jetzt die Förderung für die Wärmepumpe erst einmal um die Hälfte reduziert, auf die Hälfte herabgesenkt, die mögliche, dann aber intern die Möglichkeit eröffnet, vielleicht im günstigsten Fall bis sogar auf 70% hochzukommen, ist aber effektiv schlechter als die im letzten Jahr einen Antrag gestellt haben, den sie bisher noch nicht haben umsetzen können und jetzt auf einmal mit ein paar tausend Euro mehr rechnen müssen. Sind die Signale einfach echt alle falsch gestellt. Eine so dämliche Kommunikation, auch von Seiten der Grünen, von allen. Das ist unglaublich. Und die Gefahr, die wir damit laufen, ich meine, wir hatten es ja in der Energiewende, haben wir es ja schon erlebt, also Energie- und Wärmewende, ob man das trennen kann, ich glaube nicht. Aber wir hatten das gleich vor 10 Jahren schon mal. Und das, was ich im letzten Jahr gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine ähnliche Situation reinlaufen. Und selbst die Hersteller haben jetzt Schmerzen. Die haben sich darauf eingestellt, richtig Masse zu machen. Mhm. Und die Industriepolitik, die wir da in Deutschland momentan haben, ich will es nicht prognostizieren, aber wenn wir so weitermachen, kann es uns auch passieren, dass nicht nur Solarhersteller uns abhanden kommen, sondern auch irgendwann Heizungshersteller. Ich meine, wenn man sich die Investitionen anschaut, letztendlich neue Fabriken, dann liegen die größtenteils eher in Osteuropa aktuell. Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Panel, das können wir leider die jetzt nicht beantworten. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Fand ich eine sehr spannende und lebendige Runde. Danke Ihnen fürs Zuhören und Fragen stellen. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch mal eine kurze Pause da draußen. Genau. Und dann geht's weiter. Dankeschön. Applaus